Ja, es hat sich in den letzten Monaten vieles Positives entwickelt im Damen-Skisprung. Es gibt einen Weltcup ab der kommenden Saison und vor allem, was das Wichtigste natürlich ist, Damen-Skispringen ist olympisch geworden in Sochi. Hier wird jetzt noch debattiert in der FIS, ob es einen Einzel- und einen Teamwettkampf geben wird. Aller Voraussicht nach wird es schon im kommenden Winter zwei Mixed-Teams geben. In Lillehammer am 3. Dezember und dann im März auch in Norwegen am Midstubaken, wo auch die Weltmeisterschaft war, in Oslo. Und in erster Linie profitieren natürlich die Mädchen davon. Aber auch unsere Jungs, Severin Freund, Pascal Bodmer, Martin Schmidt, begrüßen die sehr. Ich glaube, das ist eine Sache, wo der gesamte Skisprungsport davon profitieren wird.